Bestens informiert sind Sie mit unserem Magazin Treffpunkt Murtal und zu diesem darf ich Sie diese Woche begrüßen. Mein Name ist Anna Brugger und ich freue mich, dass ich Sie diese Woche auf einen Streifzug durch unsere Region begleiten darf. Jetzt kommt eine kurze Unterbrechung und dann starten wir mit dem ersten Beitrag. Gute Unterhaltung bei den folgenden Beiträgen wünscht Ihnen Let's Do It. Wusstest du, dass sich unsere Mitarbeiter nicht verstecken, wenn du eine Frage hast? Wir wissen, worauf es ankommt. Denn ich und meine Kollegen bei Let's Do It kennen uns wirklich aus und haben zum besten Werkzeug auch die beste Beratung. Let's Do It, dein Fachmarkt für Werkzeug und Garten. Wir starten diese Woche in der Stadtgemeinde Zeltweg. Hier hat sich nämlich einiges getan. Die Volksschule in Zeltweg erstrahlt im neuen Glanz und wir haben für sie die Eröffnungsfeier besucht. Die erste Etappe eines Großprojektes ist geschafft. Die Volksschule Zeltweg wurde nach einer Rekordbauzeit von einem Jahr so fertiggestellt, dass die Volksschüler eine neue und zeitgemäße Schule besuchen können. Die Eröffnungsfeier wurde vom Bläserensemble der Musikschule Zeltweg umrahmt, genauso wie von Grußworten zahlreicher Ehrengäste und Politiker. Das ist ein großer Schritt in die richtige Richtung, nämlich dass man sagt, man macht hier einen Bildungscampus, hat alles beieinander, so wie es einfach optimal ist. Und ich glaube, dieses Geld, das hier investiert wird, ist sehr, sehr gut angelegt. Darum bin ich auch sehr froh, dass es gelungen ist, dieses Projekt auch in der schwierigen Corona-Zeit nicht nur zu bauen, diesen ersten Bauabschnitt, sondern auch, dass die Finanzierung sichergestellt ist. Also ein Freudentag für die Bildung in der Steiermark, aber vor allem für die Stadt Zeltweg. Ein starkes Team wird die Volksschule Zeltweg im kommenden Jahr weitergestalten, sodass sie bald ganz fertiggestellt werden kann. Gesegnet wurde sie aber bereits bei der Eröffnungsfeier. Der Geburtstag der neuen Schule war damit besiegelt. Es wird gerade weitergebaut eben bei der Mittelschule und ich freue mich schon auf die nächsten Abschnitte, aber jetzt feiern wir mal und ich glaube, die Kinder sind sehr, sehr glücklich. Die staunenden und überraschenden Augen, die ich am Montag erlebt habe, auch von den Pädagoginnen und Pädagogen, es sind alle motiviert. Ich glaube, auch die Eltern sind sehr zufrieden, wie das sich entwickelt hat mit der Volksschule. Und wir können sehr, sehr stolz sein und auf das können wir aufbauen. Von der neuen Schule profitieren neben der Stadt Zeltweg und der Region natürlich auch die Jüngsten, die ihren Bildungsweg darin beschreiten. Ihr Wissenserwerb und die Freude am Lernen steht dabei im Vordergrund. Es ist uns eine Herzensangelegenheit, wenn wir unsere jungen Bürgerinnen und Bürger in großartigen, tollen Bildungseinrichtungen auch erleben können. Wenn man sieht, mit wie viel Freude sie auch am Lernen sind. Und sie sind unsere Zukunft. Wir haben auf sie zu schauen. Ein wirklich gelungenes Projekt, die Volksschule in Zeltweg. Thematisch bleiben wir in Zeltweg, wir machen einen Sprung ins Sportzentrum. Dort fand kürzlich das 101-jährige Jubiläum des FC Zeltweg statt. Und wir haben alle Details in einem Eventscout mit Theresa Klösch. Viele Nationen sind gerade im Fußballfieber, aber Zeltweg ist es heute ganz besonders und das hat auch seinen Grund. Es wird nämlich etwas Großes gefeiert und das ist das 101-jährige Vereinsjubiläum. Und wir sind jetzt nicht nur bereit für 101 Jahre FC Zeltweg, sondern auch fürs Programm zum Jubiläum. In welcher Verbindung stehen Sie zum Fußball und insbesondere zum FC Zeltweg? Na, der FC Zeltweg, man kann beinahe sagen, es ist mein Leben. Über 50 Jahre schon. Meine Eltern sind ja im Prinzip immer mit dem Verein eng verbunden gewesen und ich bin im Prinzip da aufgewachsen. Und wenn ich nicht zu einem Match zu meinem Daddy mitgefahren wäre und wenn meine Mutter nicht mitgefahren wäre, war ich ja gar nicht dabei gewesen und hätte meinen Daddy wenig gesehen. Nein, in dem Sinne ist eine starke Verbundenheit von Kind auf und mir hat das Vereinsleben immer sehr, sehr gut gefallen, weil ihm einfach das gemeinsame Verlieren, gemeinsam gewinnen, das, die Rolle finden in einem Verein, sich durchzusetzen, aber auch dort oder da einmal zurückschalten und das Verbindende und der Zusammenhalt, das hat mich halt sehr, sehr geprägt und ich glaube, deswegen bin ich ja heute da und bin so offen für alles und ich liebe einfach dieses Vereinsleben, weil da einfach alles passen muss und der Zusammenhalt sehr groß sein muss.
Und jetzt haben wir schon was gehört zum gemeinsamen Gewinnen und Verlieren. Was wünschen Sie dem Team heute fürs Meisterschaftsspiel? Na, ich wünsche den FC Zöting natürlich alles eigentlich Gute. Natürlich auch zum heutigen Match alles Gute. Ich hoffe, dass wir einen Sieg einfahren. Es ist ja einfahren, es ist ja der erste gegen den zweiten und in der Unterliga. Und es wird eine sehr, sehr gute Arbeit geleistet im Verein. Es sind sehr, sehr viele junge Spieler dabei, auch mit von der Partie. Es sind mit ein paar Routiniers bespickt. Und ich glaube und ich bin davon überzeugt, dass sie es früher oder später wirklich wieder in die Oberliga schaffen werden. Ganz spannend für uns zu wissen, die Verbindung Politik und Sport. Was für einen Stellenwert hat der Sport, speziell der Fußball, für Sie? Der Fußball natürlich ist ein großer Teil meines Lebens. Wie alle wissen, bin ich da im Verein groß geworden und habe eigentlich durch die Vereinsarbeit mit meinen Kollegen, mit meinen Mitspielern, Toleranz, Solidarität und alles, was man im Fußball mit Niederlagen, mit Siegen eigentlich lernen kann, mitgenommen für mein Leben. Und das ist natürlich auch etwas, wo ich sage, man möchte etwas zurückgeben und darum haben wir diese ehrenhafte Funktionärstätigkeit. Politisch betrachtet ist natürlich als Gemeinderat in der Stadtgemeinde Sportstadt Zeltweg ganz interessant, dass man weiß, wie viele Vereine wir haben. Da ist ja nicht nur der FC Zeltweg da beheimatet in diesem tollen Sportzentrum, Eishockey, Judo, Tischtennis und Kraftkammer. Und natürlich das Interessante, wer Sport betreibt, kommt vielleicht nicht auf schlechte Gedanken, lassen wir es einmal so sein. Die Jugend ist bei uns willkommen und bei den anderen Sportvereinen in Zeltweg. Und ich denke, dass die Jugendarbeit ein wichtiger Teil, gerade in der jetzigen Gesellschaft, jetzt nach Corona, wo man sich vielleicht doch das eine oder andere Mal nicht hinausgetraut hat, man redet von den Corona-Kilos, wo der Breitensport vielleicht wirklich auch wieder aktiviert werden muss. Und wir müssen auch wieder schauen, dass wir die Jugend dorthin bringen, dass die Ersatzstunden, die der Turnunterricht nicht gegeben hat, jetzt über die Freizeitbewegung bei diversen Vereinen wieder einigermaßen ausgeglichen wird. Ja, von den Grußworten wandern wir jetzt immer näher zum Fußballplatz und damit wird es jetzt langsam spannend. Die Teams des FC Zeltweg und des FC St. Margareten bei Knittelfeld, die wärmen sich jetzt auf fürs Meisterschaftsspiel und wir warten damit nur mehr auf eines, den Ankick. Sie haben heute die Ehre, den Ankick machen zu dürfen. Wie kam es dazu? In welcher Verbindung stehen Sie zur Mannschaft? Na, wir unterstützen hin und wieder den FC Zeltweg, vor allem die Jugend. Und dadurch habe ich heute die Ehre, mit Herrn Bürgermeister Reichhold hier den Ankick zu machen und ich freue mich drauf. Was wünschen Sie dem Team? Naja, was soll man sagen? 100 Jahre. Man kann nur 100 Jahre alles Gute wünschen, 100 Jahre in die Zukunft. Es soll so weitergehen, wie es geht. Und ich glaube, die Leute leisten hier eine sehr gute Arbeit. Was erwartest du dir als Kapitän heute von diesem Meisterschaftsspiel und vor allem, wie groß schätzt du den Heimvorteil ein? Also ich schätze mal, wir haben heute einen sehr großen Vorteil. Wir spielen zu Hause gegen den ersten Margareten und ich hoffe, dass wir das Spiel heute mit 3 Punkten gewinnen werden. Wie haben Sie als Trainerin die Mannschaft auf dieses Meisterschaftsspiel heute vorbereitet? Wir haben die ganze Woche gut trainiert, die Burschen sind motiviert und alle sehr positiv gestimmt, dass wir das zu unseren Gunsten ausführen werden. Und was ist jetzt so Ihr Weg, Ihr Motto, wie Sie sagen, Sieg oder Niederlage, wir nehmen alles in Kauf und wir machen als Team immer weiter? Das ist im Mannschaftssport sowieso so, du musst immer nehmen, wie es kommt. Natürlich ist es angenehmer, wenn man siegreich ist, aber man muss auch Niederlagen verarbeiten können und immer wieder nach vorne schauen. Bildungen gestochen, scharfes Fernsehen und ultraschnellen Highspeed Internet. Das war das Vereinsjubiläum hier in Zeltweg. Die beiden Teams hinter mir, die spielen auch um wichtige Punkte. Aber ob Sieg oder Niederlage, neben dem Spiel gab es hier definitiv 101 Gründe, mit dabei zu sein. Für unseren nächsten Bericht haben wir eine Veranstaltung besucht, bei der medizinisches Fachwissen an die Allgemeinheit weitergegeben werden soll. Die Minimed in Knittelfeld ist zurück. Wir haben die Veranstaltung für Sie besucht, die die Allgemeinheit befähigen soll, gesünder zu leben. Im Knittelfelder Kulturhaus finden wieder Minimed-Vorträge statt. Bei freiem Eintritt wird dabei medizinisches Fachwissen der Allgemeinheit zugänglich gemacht.
Wir haben begrenzte Anteilmöglichkeiten bis 100 Personen, aber es wird also beim ersten Minimet letzten Dienstag und heute es ist ausgebucht wieder. Und wir haben Rückmeldungen bekommen, dass sehr Bevölkerung sehr froh ist, dass es wieder stattfindet. Gesundheitsfolgenabschätzung zu den Auswirkungen des Lockdowns. Das war das Thema, zu dem Dr. Martin Sprenger vorgetragen hat. Er leitet den Universitätslehrgang Public Health auf der Med-Uni Graz. Wir gehen dort zum Gesundheitsfolgenabschätzung. Das bedeutet, man schaut sich an, wie Interventionen auf Gesundheit wirken, also welche positiven Wirkungen und welche negativen Wirkungen Interventionen haben. Und das kann alles Mögliche sein. Ja, das kann Interventionen im Bildungssystem sein, das können Interventionen im Sozialsystem sein oder das können Interventionen sein wie im Rahmen einer Pandemie, wo man zum Beispiel sagt, man jemand muss in Quarantäne oder Bildungseinrichtungen werden geschlossen oder Freizeiteinrichtungen werden geschlossen. Alles das hat Gesundheitseffekte und um die abzuschätzen, sowohl die positiven als auch die negativen, macht man Gesundheitsfolgenabschätzungen. In den nächsten Wochen werden noch 3 Minimed-Vorträge stattfinden. Alle Informationen dazu finden Sie unter knittelfeld.gv.at oder direkt im Gemeindeamt. Seit dem 15. September gelten in Österreich neue Corona-Regelungen. Wie diese im Detail aussehen, das haben wir für Sie übersichtlich zusammengefasst. Seit kurzem gelten in Österreich wieder verschärfte Corona-Maßnahmen. Den Überblick zu behalten fällt oft schwer. Deshalb hier eine kurze Zusammenfassung. Seit dem 15. September gelten Antigentests nur noch 24 statt 48 Stunden. Ausnahmen gibt es für Schülerinnen und Schüler, da sie in der Schule regelmäßig getestet werden. An Orten des täglichen Bedarfs wie Supermärkten, öffentlichen Verkehrsmitteln oder Apotheken gilt wieder die FFP2-Maskenpflicht für alle. Im Handel schaut die Sache schon anders aus. Dort gilt die FFP2-Maskenpflicht für Ungeimpfte. Für geimpfte oder genesene Personen wird sie empfohlen. Kontrolliert werden soll stichprobenartig von der Polizei. Kompliziert wird es bei Veranstaltungen. Die 3G-Regel gilt bereits ab 25 Personen und nicht mehr erst ab 100 Personen. In der Kultur gilt die FFP2-Maskenpflicht für ungeimpfte, nicht genesene Personen überall dort, wo nicht die 3G-Regel gilt. Das heißt, ausschließlich Ungeimpfte müssen im Museum, Bibliotheken und so weiter die FFP2-Maske tragen. Im Konzert oder Theater reicht aber auch ein Test. Wir haben uns umgehört, ob die Steirerinnen und Steirer den Überblick über die neuesten Maßnahmen noch behalten können. Ja, es war schon besser, aber das derzeit ist eine Zumutung, würde ich sagen. Schützen, sich selber schützen und andere schützen, ist für mich oberstes Gebot und das tun wir. Man verliert ganz einfach den Überblick durch diese vielen verschiedenen Maßnahmen. FFP2-Maske, die passt immer in die Geschäfte und damit glaube ich, dass ich jedenfalls meiner Pflicht Genüge tue. Steigt die Intensivbettenauslastung weiter an, dann treten die nächsten Stufen des neuen Maßnahmenplans in Kraft. Auch für die kommende Wintersaison wurden bereits Maßnahmen präsentiert. Zum Beispiel muss in Gondeln zusätzlich zum 3G-Nachweis beim Ticketkauf eine FFP2-Maske getragen werden. Après-Ski wird zwar möglich sein, allerdings mit Einschränkungen. Basis ist auch hier der 3-Stufen-Plan. Gesundheit, Sicherheit, Vorsorge. Mit diesen Begriffen möchte ich überleiten auf das nächste Thema. Das betreute Wohnen in Vonsdorf im Haus Barbara verbindet diese Begriffe gemeinsam mit Selbstbestimmtheit, passend für Seniorinnen und Senioren. Seit dem Jahr 2010 bietet das Haus Barbara für Seniorinnen und Senioren ein neues Zuhause. Auf Basis des betreuten Wohnen gibt es hier 16 Seniorenwohnungen mit 42 bzw. 60 Quadratmetern Wohnfläche, die alle über einen eigenen Balkon oder Terrasse verfügen. Jeder Wohneinheit, die natürlich barrierefrei ist, stehen auch ein Abstellplatz und ein eigenes Kellerabteil sowie ein behindertengerechter Lift in der Anlage zur Verfügung. Der Dienst des betreuten Wohnens beinhaltet neben allen Informationen Beratung und Unterstützung bei organisatorischen Angelegenheiten natürlich auch die Organisation von Begleitdiensten, von Essensdiensten, ärztlicher Hilfe, die Unterstützung bei der Beschaffung von Heimbehelfen, Aktivierung und Mobilisierung sowie ein 24-Stunden-Notruf.
Besonders groß geschrieben wird im Haus Barbara auch ein harmonisches Miteinander bei gemeinsamen Aktivitäten, wie zum Beispiel einer Grillfeier mit zünftiger Musik. Die Bewohner fühlen sich hier sehr wohl und haben ein neues Zuhause gefunden. Mein Mann ist gestorben und dann war ich gezwungen, irgendwo hin zum Ausziehen. Und das ist genau, gelegentlich ist mir das gekommen. Das ist genau gekommen, so wie es passt hat. Ich bin jetzt zuerst in Zürich gewesen bei meinem Sohn und bei der Schwiegertochter. Und die Kinder haben mir gedacht, die Oberenkel brauchen da mein Zimmer. Und da haben wir gedacht, da ziehe ich dich. Und gesagt, ich bin bereit, da Herz und Herz zu ziehen. Du kannst auch ins Büro reingehen, da sind so die Damen, die helfen da immer. Ich bin wirklich da daheim. Auch die zentrale Lage in unmittelbarer Umgebung zu Supermärkten, dem Ärztezentrum Vohnsdorf, aber auch dem Hauptplatz und Ortskern wird von allen geschätzt. Weil damit können die Bewohnerinnen und Bewohner jederzeit in Ort gehen, sie können jederzeit den Arzt besuchen, ohne auf ständige Hilfe angewiesen zu sein. Und sie können ja einkaufen gehen, Friedhof gehen, alle die Dinge, die eben ein älterer Mensch gerne macht und der ihm für ihn sehr wichtig ist. Alle Infos dazu gibt's unter www.ais-agentur.com. In unserem Kanal 3 Kochtipp gibt es diese Woche etwas ganz Schmackhaftes. Freuen Sie sich auf ein Roastbeef. Mahlzeit! Auf unserem Speiseplan steht dieses Mal ein festliches Gericht, das Sie warm und kalt genießen können. Roast Beef. Und dazu benötigen Sie folgende Zutaten. 2,5 Kilo Bayreuth, Dijon oder englischer Senf, Öl, Salz, Pfeffer, Rosmarin, Salbei, Lorbeer und Thymian. In einer Bratenpfanne das Fleisch auf der Fettseite in Abständen von ca. 1 cm kreuzweise einschneiden. Beidseitig mit Senf bestreichen und mit Salz und Pfeffer würzen. Öl in eine heiße Pfanne geben und das Bayreuth kräftig anbraten. Das Fleisch ins 110 Grad heiße Rohr direkt auf den Rost legen und in einer Fetttropfpfanne nach Belieben Kräuter platzieren. Das Fleisch in etwa 3 Stunden braten. Tipp: Mit einem Fleischthermometer kann die Temperatur exakt ermittelt werden. Bei einer Kerntemperatur von ca. 68 Grad ist das Bratgut dann fertig gegart. Das Rohr ausschalten und den Braten in Alufolie wickeln. Circa 15 Minuten im Rohr rasten lassen. In 1 cm dicke Scheiben schneiden und warm als Bayreuth-Schnitte servieren. Kalt kann das Gericht als Roast Beef genossen werden. Mahlzeit! Wird nicht nur mein Jahr, sondern wird vor allem das Jahr von Mama zu Mama. Aus einem kleinen Frauennetzwerk ist ein richtiges Kraftwerk entstanden, wo ganz, ganz viel oststeirische Mompower dahinter steckt. Mit vielen coolen Projekten und Aktionen, die wir wieder umsetzen werden, wird die ganze Region profitieren. So ganz nach dem Motto, wer anderen eine Blume sät, blüht selber auf. Sport, Veranstaltungen, Kunst, Gesellschaft,
Imagefilme oder Werbespots. Wir halten Ihre Lieblingsmomente fest. Wir transportieren nicht nur Bilder, sondern auch Emotionen, um die schönsten, spannendsten und interessantesten Momente immer wieder zu erleben. Ein junges, passioniertes Team, kreative Konzepte, technisches Know-how und viel Liebe zum Detail. Das ist Kanal 3, unser steirisches Fernsehen. Weiter geht es an dieser Stelle mit unserem Treffpunkt Murtal Kurznews. Die folgenden Kurznews widmet Ihnen die Firma Swidelsky, Bauleitung Murtal. Das Luftfahrtmuseum in Zeltweg hat wieder geöffnet. Bis Saisonende am 27. Oktober hält das Luftfahrtmuseum am Rande des Fliegerhorst in Zeltweg seinen Museumshangar geöffnet. Infos dazu gibt's auf www.hgm.at. Der Radclub Rapso Knittelfeld hat in den Ferien zwei Mountainbike-Workshops in der Dauer von jeweils einer Woche für 9- bis 12-Jährige abgehalten. 22 Kids haben das Angebot der beiden Kurse angenommen und dabei den Umgang mit den Bikes wesentlich verbessert. Wir sind am Ende unseres Magazins Treffpunkt Murtal angelangt. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie schalten ganz bald wieder ein. In der Zwischenzeit besuchen Sie doch unsere Website kanal3.tv oder hinterlassen uns auf Facebook, Instagram oder YouTube ein Like. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.